Altdeutsch hielt ja irgendwie, der Kampf ist ein germanischer Name. Kalle. Schwedische Form von Kalle mit C. Oder Finnisch bedeutet, glaube ich, der Himmel. Emma. Emma. Das ist übersetzt, glaube ich. Sag mal, spickst du? Nein. Die allumfassende, die große. Und jetzt Fritz. Fritz, boah, der Friedensreiche, aber Fritz ist ja kein Name. Das ist ein E-Scooter und kein Name. Naja, das stimmt nicht ganz, denn das Unternehmen Trittbrett hat für seine E-Scooter genau diese Namen gewählt. Also Hilde, Emma, Kalle, Paul und eben Fritz. Hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. Mit dem Fritz wollte Trittbrett einen Scooter auf den Markt bringen, der, ja, ich sag mal, für alle Gelegenheiten gewappnet ist. Also sowas wie die eierlegende Wollmilchsau. Und das hier ist die ganz aktuelle Version aus Oktober 2023 mit der ein oder anderen Änderung. Was erwartet euch in meinem Video? Ein schnelles Unboxing, die Montage, das wird auch recht schnell gehen und natürlich mein Fahrcheck. Ich schau mal, wie agil ist der Trittbrett Fritz. Es kommt ein Bremsentest und wie immer auf Tech for Fun, das Kopfsteinpflaster des Todes. Ich freue mich jetzt richtig auf diesen E-Scooter und gleich geht's los. Aber vorher schaut mal in die Beschreibung, da habe ich nämlich von Trittbrett einen Einkaufscode für euch. Da könnt ihr nämlich 10 Euro sparen, immerhin. So, ta-ta-ta-tam. Was kommt denn hier alles mir entgegen? Als allererstes dieses Schächtelchen und Zuschauer von Tech for Fun wissen das wahrscheinlich schon, weil wir haben ja schon einige E-Scooter angeschaut. Was ist da drin? Genau, das Ladegerät. Und was mich jetzt natürlich, ein ganz schöner Ziegel, was mich jetzt natürlich sehr interessiert, mit wie viel Ampere lädt das? 3 Ampere finde ich gut. Das finde ich nicht ganz so gut. Styropor geht heutzutage in Sachen Nachhaltigkeit auch ein bisschen besser mit Pappe. Aber ist so. Papiere und Co. schauen wir uns gleich an. Dann holen wir doch den jetzt erstmal hier raus, den Freund. Jawohl. Carsten, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das kann nicht sein, dass du jetzt hier mit dem Werkzeugkasten rummachst. Okay. Quatsch, geh jetzt raus. Manu. Braucht keiner. Ich räume ein bisschen hier auf und dann geht's gleich weiter. Dann gucken wir hier, habe ich euch gerade gesagt, mal schnell in die Unterlagen rein. Was gibt's hier noch so Schönes? Einmal ein Toolkit von Trittbrett. Dann gibt es hier alles schön gemacht. Schaut mal. Auf der Seite und auf der Seite. Quality Check, Quality Control. Eine Kurzanleitung für die App. Eine Original Betriebsanleitung. Und kennt ihr wahrscheinlich selber. Die Datenbestimmung mit der FIN braucht ihr zur Anmeldung bei eurer Versicherung. Und last but not least, 2 Schräubchen und eine Ventilverlängerung. Das wird ein ganz kurzer Take. Warum? Weil die Montage kinderleicht ist und echt schnell, ja, zu machen ist, zu bewerkstelligen ist. Eigentlich ist es keine Montage. Egal. Was ich schon mal gut finde, ihr habt hier an den Schrauben, ihr seht es, diesen blauen Lack, Loctite. Das ist ein Schraubensicherungslack. Wunderbar, dann hält das auch. So, jetzt der Lenker einmal hoch. Aktivieren wir ihn und dann müsst ihr hier das Ganze, die Kabellage vorsichtig reinmachen. So, das war's. Dann die Schrauben rein, aufpassen, dass sie nicht verkanten und los geht's. Und dann müsst ihr aufpassen, macht das nur handfest, weil nach lose kommt locker. Nee, Carsten, du sagst es immer, wie heißt das? Nach fest kommt locker. Ja, lach nicht, ja oder nein? Mach ganz fest, kommt ganz lose. Genau, also nicht zu doll anziehen.
Hier steht er nun, der Trittbrett Fritz. Und hier vorne, schauen wir erstmal hier. Das Vorderlicht 20 Lux und ihr könnt das hier einstellen nach der Höhe. Dann gehen wir hier unten, hier nach unten. Der Klappmechanismus. Sehr solide, sehr wertig. Auch ordentlich unter Spannung. Und was ich richtig gut finde, schaut mal hier, die Kabel sind richtig schön geschützt. Hier unten die Schweißnähte. Ordentlich verarbeitet, sehr sauber. Dann haben wir hier das vordere Schutzblech. Das ist Kunststoff, aber hier die Streben aus Metall. Vorne die eine Federung, das eine Federelement. Und hier die Trommelbremsen. Dann hier oben nochmal die Kabel. Richtig schön gecleant. Geht alles hier in das Rohr. Man hat hier nur diese beiden Kabel. Sieht echt richtig gut aus. Zwei Bremsen gibt es und die Rekuperationsbremse bzw. hier die elektrische Bremse, die auch rekuperiert. Das heißt also, euch den Strom wieder zurückgibt und den Akku lädt, wenn ihr die nutzt. Ist immer so eine Frage, Trommelbremse, Scheibenbremse. Ich bin mehr ein Freund der Trommelbremse, einfach weil sie wartungsfreier ist. Aber auch eine Scheibenbremse hat natürlich Vor- und Nachteile. Sieht vor allen Dingen cool aus von der Bremsleistung her. Jetzt bei so einem E-Scooter ist das nicht kaufentscheidend. So, kommen wir zum Display. Das ist recht übersichtlich. Ihr habt verschiedene Einstellungen, zum Beispiel hier, wenn ihr seht, Blinker rechts, dann blinkt es auch. Auf der linken Seite ebenso, gut ablesbar, reflektiert nur minimal. Stichwort Blinker, die könnt ihr dazu bestellen von Kellermann, allerdings 250 Euro. Aber man muss sagen, Kellermann, das ist halt auch eine absolute Premium-Firma, Premium-Unternehmen. Die kommen einmal hier vorne an die Griffe ran und hier hinten sind Aussparungen. Das ist schon alles vorbereitet. Das heißt, ja, wer vielleicht nicht 250 Euro ausgeben will, kann mal schauen, was es sonst am Markt so gibt. Die Kabel hier für die Blinker sind schon verlegt. So, dann haben wir hier die Hinterradschwinge, pulverbeschichtet, schwarz, passt auch sehr gut zum Design. Und hier die beiden Federelemente. Hinten auch das Schutzblech, sehr solide, da wackelt überhaupt nichts. Hier Metall, sehr, sehr, sehr haptisch. Das fühlt sich wirklich qualitativ absolut hochwertig an. Dann will ich euch noch mal den Klappmechanismus zeigen. Das heißt, ihr macht hier die Arretierung raus und habt hier einen kleinen Haken. Dann geht es hier runter. Dieses kleine Element wird hochgemacht und dann kommt der Haken hier rein und ihr könnt den Scooter anheben. Hier merkt man noch mal ganz klar, 27 Kilo, boah, das ist wirklich schwer. Kein E-Scooter für die letzte Meile. Aber was ich jetzt sagen will, das ist okay, wenn ihr jetzt ihn aber irgendwo absetzt oder ihr geht zum Beispiel eine Treppe runter bei der Bahn und der kommt hier irgendwo gegen, zack, geht das raus. Das ist, also da sollte sich Trittbrett künftig mal ein anderes System überlegen. Das finde ich nicht ungefährlich. Einmal die Spannung raus, zack, und dann knallt er euch hin. Geht sicherlich besser. Viel Kritik oder, ja, Kritik hat man hin und wieder auf anderen Kanälen oder auch im Internet in Foren gelesen. Der Seitenständer, der soll nicht so dolle sein. Also ich habe den mir angeschaut, absolut okay. Das ist auch schon die neueste Version. Da hat nämlich Trittbrett den Seitenständer optimiert. Und eins muss ich auch sagen, Freunde, naja, wenn ihr den Seitenständer rausmacht, in einem Video beispielsweise, und euch dann auf den Roller raufstellt und vielleicht noch hüpft, naja, dass der dann kaputt geht, logisch. So, und dann habt ihr natürlich auch ein Rücklicht mit Bremse, und zwar alle drei Bremsen. Hier die elektrische Bremse, rechte Bremse, linke Bremse. Ja, also, das ist wirklich der Fritz, ein ganz starkes Ding, das von der Qualität her und von der Anmutung her echt einen Top-Eindruck macht. An Bord hat der Fritz einen Elektromotor von Xiaomi Ninebot, also kein Bosch-Motor, mit einer Leistung von 500 Watt und im Peak richtig gute 1200 Watt.
Ja, und was sagt euch diese Peak-Leistung, die immer wieder angesprochen wird? Naja, wenn ihr beispielsweise besonders schwer seid oder ihr fahrt einen Berg hoch, dann stellt der Roller durch das Motormanagement mehr Leistung zur Verfügung, also bis zu 1200 Watt. Und dann klappt das Ganze auch ohne, dass ja, die Geschwindigkeit auf 15, 10 km/h oder sonst was runtergeht. Naja, bei besonders starken Steigungen geht es dann natürlich runter. Aber 1200 Watt, das ist schon ein ordentlicher Wert. Das ganze System ist ausgelegt auf 48 Volt und der Akku hat eine Kapazität von 18 Amperestunden. Und wenn wir jetzt rechnen, 18 mal 48, kommen wir auf richtig gute 864 Wattstunden. Von ganz leer auf ganz voll ladet ihr den Akku in rund 5 Stunden. Das ist ein ordentlicher Wert, dank des 3 Ampere Ladegeräts. Ja, und was mir besonders gut gefällt, hier im Trittbett Fritz ist ein Controller von Hobbywings. Hobbywings, manch einen vielleicht bekannt, das ist so eine RC-Car-Bude. Die bauen wirklich hervorragende Controller und haben auch einen ausgesprochen guten Ruf. Was ihr davon habt, ja auch ganz einfach. Eine sehr, sehr sanfte Gasannahme, auch mit der elektronischen Bremse, ein sanftes Bremsen. Also das ist einfach richtig gut abgestimmt. Kommen wir kurz zur Reichweite. Hier bei dem 18 Amperestunden Modell gibt Trittbrett eine Reichweite von 80 Kilometern an. Naja, und diese Angaben der Hersteller, egal von welchem Hersteller, das sind meistens natürlich ja Laborwerte. Also ich sag mal bei 25 Grad Außentemperatur, ein Fahrergewicht von um die 65 Kilogramm, kein Gegenwind und so weiter. Aber Trittbrett ist eigentlich bekannt, diese Werte relativ realistisch anzugeben. Und noch ein Wort zur maximalen Zuladung. Die liegt nämlich bei 140 Kilogramm und das ist tatsächlich auch ein sehr guter Wert im Vergleich zu vielen anderen E-Scootern. Kurz zum Wasserschutz. Der Hersteller gibt IP65 an. Was bedeutet das genau? Schutz vor Strahlwasser aus beliebigen Richtungen. So ist die Definition von IP65 und das bedeutet, nach Regenfahrt steht nichts im Wege. Dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt, die Höchstgeschwindigkeit. Ja, die liegt bei 20 km/h, denn genau das schreibt der Gesetzgeber vor. Aber es gibt ja, wie ihr vielleicht wisst, die 10%-Regelung. Das heißt, es gibt so eine gewisse Toleranz. Also theoretisch könnte der Fritz 22 km/h fahren. Ob er das schafft, gleich im Praxischeck. Alles ist vorbereitet. Ich habe eine kleine GPS-App, um zu schauen, ob er die 22 km/h erreicht. Los geht's. Oh ja. Gute Beschleunigung, nicht brutal. Ich bin jetzt im Sportmodus. Aber ausreichend. So, erster Eindruck. Schön breiter Lenker. Die Höhe ist für mich mit 1,89 geradezu ideal, also als sei der für mich gebaut. Ganz bequemes, aufrechtes Stehen. Jetzt nieselt es ein bisschen, das macht uns gar nichts aus. IPX oder IP65. Nochmal die Hütchen. Richtig schön agil, klasse. Und das bei 27 Kilogramm, das merkt man hier überhaupt nicht. Dann mal hoch zum Bergchen und jetzt mal gucken, wie sieht's aus mit den 22 km/h. Oh, da kam jetzt aber ordentlich was. Okay, Tacho zeigt 22 an, 23 und das GPS 22. Super, der Fritz erreicht die 22 km/h und Trittbrett wagt sich hier an die gesetzlichen Vorgaben, an die Toleranz ran. So, jetzt geht's den Berg hoch. 22. Er bleibt bei 22. GPS 21, okay. Tacho 22, da tut sich gar nichts. Da wird nichts reduziert. Jetzt wird's noch mal ein bisschen steiler. Jetzt geht's ganz minimal auf 21 runter. Wieder 22. Ja, 1200 Peak. Absolut klasse und dann natürlich dieser schöne und gute Controller von Hobbywings. Schauen wir mal,
Wie ist der Wendekreis? Ja, schön eng, wendig. Und jetzt geht's bergab und wir gucken mal, wie sind die Bremsen. Erstmal die elektronische Bremse. So, bergab, 25, 26. Also GPS und Tacho sind hier sehr ähnlich. 28, 27. Das macht Höllenspaß. Vor allen Dingen, man merkt wirklich diese Federung richtig gut. Okay, elektronische Bremse. Die greift ordentlich zu, muss ich wirklich sagen. Ordentlich. So, und dann jetzt mal die Notbremsung, die Vollbremsung. Es ist hier ein bisschen feucht, daher denke ich, dass wir ein bisschen schlittern werden. Nicht schlimm. Und auf geht's. 21, 22. Super. Wunderbar. Auch jetzt von Werk auf, ihr könnt ja so eine Trommelbremse immer noch nachstellen nach euren Bedürfnissen. Von Werk aus ist die optimal eingestellt. Ach, ist das schön. Wirklich hier, dieses Trittbrett, auch von der Größe her ideal. Ich habe Schuhgröße 45, 46. Da passe ich richtig gut an, rauf. Und ich federe ein bisschen. So, guckt euch das mal an. Was da an Federleistung, an Federweg gemacht wird bei meinen knapp 90 Kilo. Ordentlich. Und die Gasannahme, also Gasannahme und Gasrücknahme, sehr, sehr gut, sehr feinfühlig dosiert. Ja, wie gesagt, Hobbywings. So, jetzt lasse ich Carsten fahren, weil da bin ich mal gespannt, was der sagt. Carsten, jetzt musst du fahren. Mach das einen Spaß. Stabiles Fahrverhalten, die Steigung schafft er auch ganz ordentlich und Kurvenverhalten sehr schön. Die Federung habe ich so noch nicht erlebt, aber sehr, sehr schön, kann man machen. Schon fast eine kleine Tradition auf Tech for Fun, das Kopfsteinpflaster des Todes. Und was bietet sich mehr an, als so ein E-Scooter den Fritz mit einer Vollfederung, ja, mit dem Kopfsteinpflaster des Todes zu konfrontieren. Und das genau machen wir jetzt. Wir hatten da ja schon einige Modelle. Vorne Federung oder größere Reifen. Jetzt kommt die Vollfederung. Oh, hier muss ich aufpassen. Nässe, Laub und Kopfsteinpflaster. So. Also Freunde, das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie. Ja, es vibriert ein bisschen. Keine Frage. Wie soll es auch anders sein? Weil das ist hier wirklich hart. Aber hier kann ich mir schon vorstellen, ein paar Meter zu fahren. Super. Was für ein Federungskomfort. Wir haben jetzt 18, 19 km/h. Eine Vollbremsung würde ich jetzt hier nicht machen. Dann maule ich mich. Und das ist einfach mal wirklich richtig gut. Also, für mich eine Premiere. Federkomfort, Trittbrett Fritz, Kopfsteinpflaster des Todes, Weltklasse. Das Ding, der Trittbrett Fritz, macht richtig Spaß. Und neben Spaß kommt noch eine absolute Top-Verarbeitung hinzu. Die super Federung, der Motor sehr laufruhig, der tolle Controller, also auch die Ausstattung, zwei Bremsen, die elektrische Bremse quasi als dritte mit Rekuperation.
Also ich finde den richtig, richtig gut. Was mag ich nicht? Habe ich euch gezeigt, hier diese Funktion und hier das Einklappen. Ja, das ist echt ein Risiko, dass der euch irgendwann mal runterfällt. Dann, ja, 27 Kilogramm. Boah, das ist schon eine ordentliche Schlepperei. Aber das will er auch nicht sein, der Fritz. Ein E-Scooter für die letzte Meile. Sondern da sollt ihr von Punkt A bis zu eurem Ziel fahren. Also U-Bahn, S-Bahn, Auto braucht er gar nicht. Was mir noch nicht gefällt, ist das hier. Schaut mal, das Schutzblech geht nur bis hierhin. Ergebnis, die Federn sind nach einer kurzen Fahrt schon ordentlich eingesaut, ja. Aber ich denke, konstruktionsbedingt kann man es nicht weiter hierher ziehen, weil der Federweg sonst gegen das Schutzblech donnern würde. Also, aber dennoch, ich muss sagen, das Fritzlein macht Spaß, ist ein ganz, ganz toller E-Scooter. Ja, ihr hört mich begeistert und es liegt wirklich an diesem top verarbeiteten Teil. Also, Daumen hoch. Ja, und dann habe ich es fast vergessen. Es gibt natürlich auch eine App, die ist, ja, wie soll ich sagen, wie bei den meisten E-Scootern eher so eine rudimentäre App. Viel mehr oder viel könnt ihr da nicht einstellen. Ein bisschen das Startverhalten, natürlich habt ihr eure gefahrenen Kilometer und so weiter, aber das ist jetzt nichts Besonderes, aber reicht völlig aus. Ich bedanke mich zumindest fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet auf Tech for Fun. Bis dann. Ciao.